Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir hatten ja diese Diskussion schon vorletzte Woche im Fachausschuss sehr breit. Über eine halbe Stunde wurde die gleiche Frage bewegt, die jetzt hier auch wieder die Opposition so sehr interessiert. Und ich finde das schon sehr spannend, dass sowohl FDP, aber wir haben es eben auch von der CDU gehört, es offenbar gar nicht abwarten können, bis ihr Gesetz, was Sie schwarz-gelb verabschiedet haben, was Sie bis jetzt hochloben, bis dieses Gesetz endlich abgelöst wird. Offenbar ist das ja von Ihnen ein Ziel, was Sie mittragen. Das finde ich sehr spannend. Sie haben ja offenbar jetzt eingesehen, dass dieses Gesetz nicht tauglich ist, die Kindertagesstätten in Nordrhein-Westfalen gut aufzustellen, sie zu stärken, sondern dass Sie sie nicht vorangebracht, sondern im Gegenteil zurückgeworfen haben. Es war dieses Kiebitz, das muss man jetzt noch mal sagen, tatsächlich ein Kollateralschaden für alle Beteiligten, allen voran für die Kinder, aber für die Erzieherinnen, für die Eltern und für die Träger gleichermaßen. Und genau deshalb haben wir mit Rot-Grün uns direkt 2010 an die Arbeit gemacht und haben die erste Revisionsstufe dieses Gesetzes auf den Weg gebracht und wir haben die zweite Revisionsstufe auf den Weg gebracht und wir haben zusätzlich 390 Millionen Euro in dieses Gesetz, in eine bessere Personalausstattung, in bessere Qualität gesteckt. Das haben wir versprochen und wir haben es gehalten. Und jetzt ist es uns endlich Ende des Jahres gelungen, auch die Kommunen mit auf diesen Weg zu nehmen, auch die Kommunen mit ins Boot zu holen, weil die waren zuvor nicht bereit, erstens mehr Geld in die Kitas zu finanzieren und sie waren auch nicht bereit, mit uns über eine neue Finanzierungsstruktur zu reden. Das wissen Sie ganz genau. Sie haben die Stellungnahmen der Kommunen immer wieder gehört in allen Fachausschüssen, in allen Anhörungen. Sie wissen ganz genau, woran es gescheitert ist. Und wenn Sie das jetzt hier weiterhin ignorieren, zeigt das nur, dass Sie hier nur wahlkampfmäßig wieder auf dem Weg sind und uns irgendwas in die Schuhe schieben wollen, was wir nicht zu verantworten haben. Jetzt ist es gelungen und wir haben uns auf den Weg gemacht. Die Eckpunkte werden erarbeitet. Sie werden in einem intensiven Beteiligungsprozess aller Akteure im Kita-Bereich erarbeitet. Und das ist genau das, was wir anders machen, als es damals Familienminister Laschet getan hat, der nämlich am grünen Tisch sein Gesetz gemacht hat, sämtliche Verabredungen, die er getroffen hatte im Vorfeld, sämtliche Vorschläge, die von den Akteuren in dem Bereich, von Kommunen, von Trägern, von Erzieherinnenverbänden gemacht wurden, die eben nicht in sein Gesetz reingeschrieben hat. Wir machen das anders, wir machen das gründlich, wie in den beiden vorherigen Revisionsprozessen auf und machen die Betroffenen zu Beteiligten und wir nehmen sie ernst, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Und da gilt, und das kann man einfach immer nur wiederholen, selbst wenn es ziemlich ermüdend ist, das, was die Ministerin im letzten Ausschuss breit erklärt hat, wir befinden uns in einem Prozess. Wir haben Verhandlungen mit den Beteiligten und es ist nicht die Zeit, das jetzt hier vorab darüber zu berichten und dem vorzugreifen. Da müssen Sie sich schon etwas gedulden, bis dieser Prozess zu Ende geführt wird. Und eins kann ich Ihnen aber versprechen. Die lange Beratungszeit, die Sie zu verantworten hatten, um dieses Kinderbildungsgesetz dann endlich auf den Weg zu bringen, es war eine Beratungszeit von über 2 Jahren, das wird für uns kein Vorbild sein. So viel können wir Ihnen versprechen. Frau Kollegin Asch, Herr Kollege ten Humberg würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Herr ten Humberg? Ja. Ja, bitte schön, Herr Kollege. Okay, Herr ten Humberg, Mikro ist offen. Vielen Dank, Frau Präsidentin und Frau Asch. In Ihren Ausführungen interessiert mich jetzt doch etwas tiefergehend. Sie reden hier von Betroffenen, mit denen Sie sich gemeinsam auf den Weg machen wollen. Würden Sie bitte den Begriff Betroffene mal etwas näher erläutern? Wen meinen Sie mit den Betroffenen? Also, lieber Bernhard ten Humberg, kann ich jetzt sagen, ich habe mich eben in der Rede schon etwas gewundert über diese kleinteiligen Fragen, die einmal Regierungsverantwortung, der Kern von Regierungsarbeit betreffen, wie denn irgendwelche Prozesse und von wem gestaltet werden. Wenn Sie noch nicht mal wissen, wer die Akteure im Kita-Bereich sind,
dann finde ich, das ist ein Armutszeugnis und eine mangelnde Fachlichkeit, über die man hier nur erschrecken kann. Die Akteure im Kita-Bereich sind die Träger, die Erzieherinnen, es sind die Eltern, es sind natürlich die Kommunen und alle, die sich sozusagen um diesen Bereich bemühen. Mit diesen allen führen wir Gespräche, die Kindertagespflege. Wollen Sie wirklich, dass ich die jetzt hier alle aufzähle? Sie müssen das doch wissen als Sprecher in diesem Ausschuss, wer sozusagen zu denen dazugehört, die diese Kita-Landschaft in Nordrhein-Westfalen mitgestalten. Und Sie gestalten sie gut und Sie gestalten sie verantwortlich. Und deswegen führen Sie auch mit uns gemeinsam diesen Prozess.